unser Ausflug nach Lissabon beginnt. Wir sind jetzt gerade im Bus, der hier die Straßen rast. Der Rallyefahrer. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier auf dem Bahnhof in Cascais auf dem Weg nach Lissabon. Das Abenteuer beginnt. Wir sind jetzt hier an der Endstation der Linie von Cascais, fast im Sortland, und wollen uns jetzt Lissabon Cards für 24 Stunden kaufen. So, unsere Lissabon Karten haben wir. Jetzt hier unseren Durst gestillt und gehen jetzt zur Metrostation Martin Muniz. Und dann werden wir mit der Trambahn hinauffahren, berg hinauf und dann hinunter. Das ist diese berühmte historische Linie. Und wenn einer meint, wir wären schon oben, der irrt sich. Wir sind ja hier in Lissabon. Sieht schon merkwürdig hier aus, ne? Naja, das ist halt weiter auf Calçada Nova do Colegio. Das ist nicht touristisch in Lissabon. Ja. Aber ich muss aufpassen, sonst brechen wir hier die Achse. Na gut. Ja. Hier kommen selten Touristen vorbei. Cliffy ist im Fenster und macht Lärm. So Freunde, wir hatten ja angekündigt, dass wir mit der Tram 28 mit dieser historischen Straßenbahn eine Runde drehen wollten. Aber dort hinten vor den Häusern seht ihr Leute, die stehen in einer Warteschlange. Und wo stehen die wohl an? Die stehen an der Haltestelle zur Tram 28 an. Ungefähre Länge, um die Ecke könnten noch ein paar Leute stehen. Ich schätze mal 150 Meter. So, der da hinten, hinter dem gelben Auto, im roten T-Shirt,
Das ist der letzte in der Schlange. Und jetzt gehen wir das noch mal Stück für Stück ab hier. Und die wollen alle mit der 28 fahren. Tram 28. Auweia. Audi, wo sind wir denn hier? Ja, wir sind jetzt tatsächlich mal in die Metro gestiegen. Ja. Die Linie Verde, die grüne Linie, und fahren jetzt Richtung Cais do Sodré, wo wir heute Morgen angekommen sind. Ja, steigen aber vorher aus und steigen in eine andere Linie ein und fahren dann in Richtung Zoologischen Garten. Wenn wir im Tunnel sind, dann sehe ich dich zweimal. Einmal da und einmal da. Wir sind hier übrigens Restauradores gewesen. Ach so. Da wollten wir heute schon mal hin. Ja, aber ja, wir haben uns lieber Lissabon von oben angeschaut. Ja, das war eine nette Person, die uns da geholfen hat, ne? Ja. Die Lissabonerin, ja? Genau. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wo wir aussteigen müssen. Ja, das kriegen wir ja bald hin, aber zumindest wissen wir, dass wir mit dem Bus 758 fahren können. Ja, wir sind vor 10 Minuten in den Bus 701 eingestiegen, nachdem wir an der Bushaltestelle erfahren haben, dass der 758-Bus nicht der richtige ist. Unser Bus, ja, der 701er, der fährt also bis zu unserer anvisierten Endhaltestelle der Buslinie. Und von dort aus sind es nur noch wenige Minuten bis zur Tram-Endhaltestelle, die Tram 28, die historische Straßenbahn in Lissabon. Wir haben es geschafft. Campo de Aurique. Und wir sind hier an der Endhaltestelle Tram 28. Ja. Wenn die uns jetzt vor der Nase wegfährt, sind wir nicht traurig. Dann haben wir noch Zeit, ein Schluck Bier zu trinken oder ein Wasser oder ein Limo oder irgendwie sowas, okay? Okay. Dann fahren wir halt mit der nächsten. Gut. Gut. Wir haben eben die Information bekommen, dass die Straßenbahn in wenigen Minuten abfährt. Also haben wir darauf verzichtet, hier nochmal ins Lokal einzusteigen. Hier sitzen wir in der Tram, ja. Am Fensterplatz, Fensterplatz ohne Scheiben. Man kann also den Arm rausstrecken und hoffen, dass er dran bleibt. Genau. Otti, macht das Spaß oder macht das Spaß? Das ist jedenfalls interessant. Stimmt. Thank you.
wieder wie die Ameisen. So, reicht, sagt der Staatsanwalt. Jetzt waren wir Stunden zu Fuß unterwegs, sind ja auch mal mit der Straßenbahn und mit der Metro gefahren. Aber jetzt, wo wir was gegessen haben, geht es uns doch wesentlich besser. Da geht es uns richtig gut. Karotten. One, two. Schönes Lokal. Ja, hat geschmeckt, ne? Ja. Und du hattest? Grilled Codfish. Das waren 5 Kartoffeln dabei in Buttersoße. Die waren noch gesalzen, ähnlich so wie hier die... Papas Arugaras. Genau, die. Und dann schön noch 2 Knoblauchzehen oben drauf auf den toten Fisch. War lecker, eine große Portion. Hallo, Sir. Hi. Hallo. Ja, und wir sind dann mit dem Zug wieder zurück nach Kashkaish. Da habe ich dann so ein bisschen Powernap gemacht. Kashkaish. Letzte Etappe. Im Bus bin ich dann wieder wachgerüttelt und wachgeschüttelt. Ja, wir saßen ja auch hinten und haben uns schön durchschütteln lassen. Außerdem hat die Klimaanlage da ordentlich kalte Luft rumgewirbelt. Von oben, von unten nach oben, da war eine Riesenschlange. Da haben wir gesagt, nee, dann lieber von oben. Norti, wie geht's dir denn so? Ja, wir haben Lissabon überlebt. War schön, aber laut und voll und quirlig. Richtiger Schmelztiegel. Die sind teilweise auch die Wege der Touristen gegangen, aber dann auch mal so ein bisschen abseits, ne? Seitenstraßen, ja. Seitenwege, ja. Treppen hoch, ja, wo du, ja, wie soll man sagen, ja, ich würde sagen Nachtjackenviertel oder sowas. Ja, oder wo halt einfach noch nicht so viel renoviert, saniert wurde, was nicht für Touristen hergerichtet ist. Aber ganz interessant. Was mir auch gefallen ist, dass sehr viele Amis da waren, ne? Amerikaner. Deutsche auch, verhältnismäßig viele. Und natürlich auch Einheimische aus dem Land, aus Portugal, die sich Lissabon angeschaut haben. Nach dem Motto, lass uns mal die Hauptstadt anschauen. Na gut,